Daniel Bernhard geht voran und setzt ein starkes Signal. Bis 2021 hat Ahlens Kapitän unter der Woche seinen Vertrag verlängert. Für ihn ist der Verein eine Herzensangelegenheit. In die Herzen der Fans hat sich der gebürtige Karlsruher eh schon längst gespielt. Die Partie von Beginn an munter, beide Mannschaften mit attraktivem Fußball. Münster in Schwarz und der ersten Möglichkeit Lennart Stoll. 5 Minuten gespielt. Erste richtig gute Chance für den Gastgeber. Beide Mannschaften zuletzt siegreich, der VfR Aalen mit 9 Punkten aus den letzten 3 Partien, voller Selbstbewusstsein. Gerrit Wegkamp bedient Maximilian Wilsmüller, 1-0 Aalen. 7. Spielminute, super Start für den VfR, der ja durch den drohenden Punkteabzug mächtig unter Druck steht. Wilsmüller mit seinem 4. Saisontor. Preußen Münster als Tabellen-17. Steckt mitten im Abstiegskampf. Doch der Gastgeber ist spielerisch besser, als es die Tabelle vermuten lässt. Kobylanski allein vor Bernhard, der Ausgleich zum 1:1. 13 Minuten gespielt. Klasse Zuspiel von Benjamin Schwarz. Kobylanski bleibt ruhig. Sucht sich die Ecke aus, Bernhard ohne Chance. Und die Partie behält erst einmal ihr Tempo bei. Robert Müller findet keine Anspielstation, Münster presst hoch. Mit Erfolg. Fehler Müller, Grimaldi gegen Bernhard, stark gemacht vom 31-Jährigen, der sich ganz breit macht und lange stehen bleibt. Dafür lieben ihn auch die Fans, Daniel Bernhard, ja einer der besten Torleute der dritten Liga. Münster in der Schlussphase der ersten Halbzeit, die aktivere Mannschaft. Grimaldi, der Ex-Heidenheimer, aber kein Problem für Daniel Bernhard. Pause in Münster, die ersten Aalener Fans haben ihre Trikots bereits ausgezogen und genießen die Frühlingssonne. VfR-Trainer Peter Vollmann ist davon weit entfernt, denn sein Team kommt immer mehr unter Druck. Al-Hazaimi, das 2:1 für Münster in der 62. Spielminute. Letztlich verdiente Führung für den Gastgeber, der seit der 30. Spielminute einfach mehr investiert als der VfR. Und Münster hält das Spiel weiter schnell. Al-Hazaimi. Da steht Rühle, der Block von Menig, Kobylanski, Bernhard. Aalen mit dem Rücken zur Wand, Münster fast schon mit Powerplay. Eckball, Kobylanski, der ein starkes Spiel macht, Grimaldi und Bernhard blitzschnell unten, klärt auf der Linie. Die Schlussphase der Partie. Daniel Bernhard mit dem langen Ball vorne rein in die Box. Wickamp, Müller, Stoll rettet auf der Linie. Riesenchance für den VfR Aalen, kurz vor Schluss, aber es bleibt beim 2:1 für Preußen Münster. Wir können nicht jedes Spiel gewinnen oder unentschieden spielen. Und heute haben wir es uns leider selber zuzuschreiben, haben nicht richtig ins Spiel gefunden und kriegen natürlich 2 saublöde Tore. Und trotzdem habe ich gesehen, dass wir eine Mannschaft haben, die nie aufgibt, auch wenn es heute nicht so gut war. Und für uns heißt Mund abputzen und in Lotte müssen wir dann wieder schauen, dass wir 3 holen. Eine bittere, aber letztlich verdiente Niederlage für den VfR Aalen, der, falls der 9-Punkte-Abzug bleiben sollte, statt Relegationsplatz mitten im Abstiegskampf steckt.